Detlef Eigel mit großer Selbstverständlichkeit ist er hier Teil dieser Mannschaft und leitet das 4:1 durch Kagawa ein. Nämlich durch sein Ballgewinn im Mittelfeld, im Zentrum und spielt den Ball dann einfach eine kleine Station weiter. Und dann löst sich dieser Knoten und da geht es natürlich extrem einfach. Und da kann man sich auf der einen Seite mit den Dortmundern mitfreuen. Auch Kagawa ist froh, dass er schon wieder trifft. Aber natürlich beginnt er so langsam das Mitleid mit den Norwegern. Hier der Ballgewinn von Weigel. Und dann geht die Post ab. Und da steht sie dann natürlich auch nicht mehr gut. Die Norweger rutscht da vorbei. Und ist jetzt nicht so ganz einfach, das weiter durchzuhalten. Und es kommt noch eine ganze Halbzeit oben drauf. Das kann schon richtig bitter werden für die Gäste. Der Fehler nochmal und jetzt passiert es noch, das 7:2. Ballverlust im Strafraum. Ich glaube, das war Gashi, der eingewechselte Mann. Ja, hier wieder der Ball gewinnt von Weigel. Aubameyang macht das klug und Kagawa kommt zu seinem zweiten Treffer.